können starten. Kleiner Irrtum. Der Motorhaubenriegel hier ist gebrochen. Ja, tatsächlich. Das bringe ich gleich in Ordnung. Na, du hast ja so viel Zeit dafür, John. Genau 10 Minuten. Die Passagiere der Pan American, Flugnummer 764, werden gebeten, sich in den Warteraum. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hank? Hank, wie geht es dir? Danke, gut. Du siehst fantastisch aus. Ach, Angie fliegt heute mit uns, weil... Ja, hörte schon. Mary ist krank. Willst du dich nicht zu uns setzen? Der Kaffee ist nicht schlechter als sonst. Nein, unsere Maschine ist noch nicht ganz startklar. Wir sehen uns ja an Bord. Alles okay, Angie? Natürlich. Ich kenne Angela Thatcher schon eine Ewigkeit. Ist sie streng? Ein richtiger Feldwebel. Chefstewardessen sind alle gleich. Stimmt's nicht? Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Guten Morgen. Feuerkontrolle. Gecheckt, okay. Landeklappen? Oben. Störklappen? Unten. Drosselklappen? Geschlossen. Checkliste komplett. Bist du auch soweit, John? Ja. Treibstoffvorrat? 62.000 Pfund. Captain O'Hara wird gebeten, sich im Warteraum 3A zu melden. Ziemlich kalt hier drin. Veranlassen Sie, dass die Heizung angestellt wird. Ja, Ma'am. Ach, und Lovejoy, eine von den Sauerstoffflaschen hat zu wenig Druck. Ja, Ma'am. Das macht $1.75, bitte. Global Airways. Aber Mutti, hab keine Angst, es wird mir schon nichts passieren. Nonstop nach Minneapolis, Central. Ach, ich freue mich schon darauf, ein paar Tage ausspannen zu können. Die Fische werden schon anwachsen, wenn es auch nur klein ist. Wenn nicht, kann man sie hier kaufen. Nonstop nach Minneapolis, St. Paul. Die Passagiere, die sich noch nicht im Warteraum 3A befinden, werden gebeten, sich dorthin zu begeben. Mr. Brown. Ja, Sie sitzen ganz vorne in der... Einen Augenblick bitte noch. Und Sie haben einen Platz für ein Cello gebucht, ja? Ja. Letzter Aufruf für die Fluggäste der Global Airways Flugnummer 502 nach Minneapolis, St. Paul. Letzter Aufruf. Sergeant, ich habe durchaus Verständnis für Ihr Problem, aber ich kann wirklich nicht darüber entscheiden... Ja, was gibt's denn? Captain O'Hara, dieser Passagier besteht darauf, dass ich eines seiner Tickets umbuche. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Nicht mir, Captain, sondern Ihnen. Ich habe gerade noch so viel Zeit, zur Hochzeit meiner Schwester zurechtzukommen, bevor mein Urlaub zu Ende ist. Ich fliege Touristenklasse. Der Mann steht auf der Warteliste, Captain. Ich darf ihn doch nicht einfach... Ich habe es Ihnen bereits erklärt, Captain. Ich nehme mein Erster-Klasse-Ticket für mein Cello. Bringen Sie es anderweitig gut unter, dann kann er den Platz haben. Aber das ist gegen die Vorschriften, Captain. Tja, die erste Klasse ist nur halb ausgebucht. Ah, wir setzen des Sergeants Namen auf das Cello-Ticket. Er fliegt erster Klasse. Kommen Sie, wir finden schon einen Platz für Ihr Cello. Na, das ist doch ein Wort. Danke, Captain. Ich weiß das zu schätzen. Geben Sie der Braut einen Kuss von mir. Der Mann macht nicht viel Umstände. Mhm. Er ist der Captain. Kommen Sie, Mr. Brown. Wir stellen es hier unter. Hier ist es sicher. Vielleicht halte ich es doch lieber. Es kann nichts passieren. Ihr Platz ist gleich rechts. Geben Sie mir Ihren Mantel. Was sind Sie denn? Ich glaube ganz hinten. Geh weiter. Die Touristenklasse ist hinten, bitte. Ich habe ein Ticket erster Klasse. Ah, oh, Miss Brewster, Ihr Platz ist gleich hier. Danke, bemühen Sie sich nicht. Hier entlang, Senator Lindner. Da ist es schon, da drüben rechts. Der hier? Mhm. Ich nehme Ihnen den Mantel ab. Oh, danke. Es tut mir leid, Herr Senator, das muss unter dem Sitz liegen. Ja. Na gut. Komm, mein Junge, dafür ist später noch Zeit genug. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Entgegenkommen. Nicht der Rede wert. Wirklich großzügig, Mann. Ich weiß es zu schätzen. Wo ist Ihr Cello? Da drin in der Garderobe.
Ich hoffe, da steht es gut. Der beste Platz, sagt der Captain. So, hier wären wir. Das Handgepäck muss aber unter dem Sitz. Kann ich Ihnen aus Ihrem Mantel helfen? Ja. Oh, ich glaube, Sie werden eine Verlängerung für Ihren Sicherheitsgurt brauchen. Global 502, Sie haben Starterlaubnis. Ja, mal los. Die Steigleistung okay? Das wäre ein Tag für eine Partie Golf. Mrs. Stevens. Ja? Mrs. Stevens, da steht ja noch Ihr Frühstück. Ich möchte noch etwas zu trinken. Milch? Ich nehme eine Bloody Mary mit Eis. Na gut. Ich wollte mal zum Monterey Jazz Festival gehen. Doch, leider. Wie viele Jazz-Cellisten haben Sie gehört? Na, wie viele? Nur wenige. Gar keine, wette ich. So wie alle anderen. Aber der Soundman, der geht einem wirklich unter die Haut. Der packt einen. Abgesehen davon sehe ich albern aus mit einer Flöte.
Kurbel 502. Wir haben hier einen Dispatcher in der Leitung. Schieß los, Charlie. Wir haben eine Mitteilung für einen eurer Fluggäste. Nimm auf, John. Telegrammbote. Mitteilung vom Weißen Haus für Senator Lindner. Reisen Sie nach Ankunft in Minneapolis nach Washington weiter. Regierungsmaschine steht zur Verfügung. Mitgekriegt? Ist das alles, Charlie? Nicht ganz. Unterschrieben vom Präsidenten. Oh, endlich verkehren wir in den höchsten Kreisen. Sam? Den Telegrammboten spielst du. Aye, aye, Sir. Wie redet man einen Senator an? Euer Ehren, euer Gnaden? Hoffentlich wirst du ohne mich fertig. Ich will's versuchen, Sam. Sie haben das doch nicht gelesen. Doch, natürlich. Sagen Sie bitte, werden wir pünktlich in Minneapolis ankommen? Genau auf die Minute, Senator. Gut. Und nun muss ich meinem Sohn beibringen, dass wir wieder mal nicht angeln gehen. Er wird wahrscheinlich begeistert sein. Was ist denn los, Dad? Du hängst nicht mehr am Angelhaken. Was heißt das? Aus ist's mit der Angelei. Ich erhielt gerade eine Nachricht aus Washington. Oh, das ist aber zu dumm. Und nun bist du enttäuscht, was? Minneapolis wird dir gefallen, Harold. Tja, hoffentlich. Du wurdest doch schon öfter versetzt. Mach dir keine Sorgen. Du weißt, was Jane und Hill gesagt haben. Ach, Schatz, es ist ja nicht die Stadt auch nicht, dass wir wieder umziehen. Liegt es an mir? Oh nein, Liebling, es liegt nicht an dir. Ich bin gescheitert. Ich habe so verdammt satt, immer zu scheitern. Oh, Verzeihung. Setzt du dich zu mir? Vielleicht komme ich mal vorbei. Fehlt Ihnen was, Angie? Miss? Miss? Da drin Lippenstift. Da ist Lippenstift auf der Toilette. Lippenstift? Ja, an dem Spiegel. Sehen Sie sich's doch an. Warten Sie hier auf mich. Haben Sie es gesehen? Haben Sie es gesehen? Nicht so laut, nehmen Sie sich zusammen. Das versuche ich ja schon die ganze Zeit. Sagen Sie dem Captain, ich muss ihn ganz dringend speichern. Okay. Miss Brewster. Hey, Sie sollten sich nicht so aufregen. An den Tod habe ich noch niemals gedacht. Nehmen Sie Kurs auf Anchorage, Alaska. Kein Scherz, keine Tricks. Tot. Keiner rein. John soll die Tür zuschließen. Ja, sofort. Miss Brewster? Ja? Ich bin Captain O'Hara. Setzen Sie sich doch bitte. Wissen Sie, die ganze Sache könnte so eine Art alberner Scherz sein oder irgendein Jux. Wenn das so ist, bleibt alles unter uns und wir vergessen die Angelegenheit. Sie meinen, wenn ich gestehe, gehe ich frei aus? Ja, Miss. Sie liegen falsch, Captain.
Hören Sie, Miss Brewster, ich brauche jetzt Ihre Unterstützung. So, was soll ich denn tun? Ich möchte, dass Sie mit keinem darüber sprechen, ja? Gut. Ich schlage vor, Sie gehen auf Ihren Platz zurück und entspannen sich. Nein, nein, ich sitze doch hier sehr gut. Na schön. Wenn Ihnen noch was einfällt, wenden Sie sich an die Stewardessen, die rufen mich. Versuchen Sie nicht daran zu denken. Captain! Ich schwöre Ihnen, ich bin es nicht gewesen. Schon gut, Miss Brewster. Abgeschlossen? Das werden wir nicht lange vertuschen können. Mach dir keine Sorgen darüber, John. Hauptsache, die Tür ist zu. Wenn jemand unbedingt nach Anchorage wollte, warum hat er da nicht die 719 heute früh genommen? Vielleicht, weil die 719 ausgefallen ist. Sam. Wir sitzen da oben im dicken Nebel. Ausgerechnet Anchorage. Was ist das? Ist wohl so eine Art Zünder. Ist entschärft. Wozu ist er dann gut? Den ließ er auf der Toilette liegen, um zu zeigen, dass er nicht blufft. Wer sagt, dass es ein Er ist? Die Männer, die ich kenne, benutzen jedenfalls keinen Lippenstift. Vielleicht handelt es sich um einen kessen Vater. Naja, hört schon auf. Frag mal den Computer, John. Anchorage? Anchorage. Oh. Salt Lake Center, hier ist Global 502. Salt Lake Center, hier ist Global 502. Tag, Walter. Was liegt an? TWA 460, Flughöhe 300 Richtung Osten. Das wär's. Gut. Augenblick mal. Stoß mal ins Horn zum FBI. Was ist los? Anscheinend hat die 502 einen Luftpiraten an Bord. Ich wiederhole. Identität unbekannt. Wir haben Befehl, in Anchorage zu landen. Ich brauche sofort Einweisungen und Wetterinformationen. Captain, hier ist Stanley Morris, FBI, von der Flugüberwachung. Ich spreche mit Ihnen über Salt Lake Center. Haben Sie einen Beweis dafür, dass die Drohung ernst gemeint ist? Negativ. Wir müssen jedoch annehmen, dass sie ernst ist. Captain, wir halten Ihnen den direkten Weg nach Anchorage frei. Angaben über unseren Treibstoffvorrat erhalten Sie in Kürze. Hier spricht Morris, hören Sie. Hat der Entführer noch weitere Forderungen gestellt? Nein. Okay, Captain. Ich sorge dafür, dass Anchorage sofort verständigt wird. Mr. Morris. Und vergessen Sie nicht, dass wir an Bord dieser Maschine Passagiere haben. Nur keine Sorge, Captain. Es gibt keine Schießerei. Ladies and Gentlemen, sicher haben Sie sich gewundert über die Ansammlung vor einer der Toiletten. Wir haben leider eine kleine Störung und müssen aus diesem Grund den Raum verschlossen halten. Da wir noch drei weitere Toiletten an Bord haben, werden Sie, hoffe ich, diese Unannehmlichkeit in Kauf nehmen. Das Wetter bleibt gut. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen angenehmen Flug. Falls Sie noch irgendetwas benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Ich danke Ihnen. Miss Brewster, möchten Sie noch einen Kaffee? Nein, danke sehr. Aha. Hier kommt mir etwas komisch vor. Komisch? Wie meinen Sie das? Das alles wegen einer verstopften Toilette? Vielleicht steckt Ihr Shallow im Abfluss. Bei der Größe kaum, Mann. Hey, 70 Jahre alter Brandy. Geht runter wie Honig. Geben Sie mir ein Glas. 70 Jahre alt? Genau. Das weiß ich zu schätzen. Man darf nicht trinken, wenn man Tabletten nimmt, oder? Was für Tabletten? Tabletten zum Wachhalten. Ich machte die ganze Nacht kein Auge zu, um den Flug nicht zu verpassen. Großmutter sagte stets, man lebt ein Jahr weniger für jede Stunde Schlaf, die man versäumt. Das ist mir völlig gleich. Mir und meiner Großmutter aber nicht. Auf Ihre Schwester trinke ich jetzt. Hm? Ihre Schwester in Minneapolis. Ach, die...
Ehrlich gesagt, das ist ein Biest. Sag mal, wisst ihr, welche Passagiere die Toilette benutzten, ehe die Nachricht entdeckt wurde? Es könnte jeder aus der ersten Klasse sein. Aus der Touristenklasse kann es keiner gewesen sein? Das kommt nicht in Frage. Es konnte keiner durchschlüpfen? Nein. Nein, unser Luftpirat fliegt erster Klasse. Was ist mit ihr, Ellie Brewster? Was sucht sie in der ersten Klasse? Solche Typen sitzen sonst hinten auf dem Motorrad. Und wissen Sie noch was, Captain? Mr. Brown trinkt beinahe die ganze Zeit. Hank, soll ich nicht mal einen Blick in den Cellokasten werfen? Nein, wir sind kein Bombenentschärfungstrupp. Wenn da wirklich Sprengstoff drin ist, würden wir ihn vielleicht zur Entzündung bringen. Jerry Weaver, ist das nicht der Sergeant? Tja, ich weiß nicht, aber der hat auch ganz schön getrunken. Der Senator? Wo hat er sein Angelgerät gelassen? Es liegt unter seinem Sitz. Wer käme noch in Frage? Mrs. Shaw, die rothaarige Frau, die mit ihrem Mann reist. Ihr Lippenstift hat dieselbe Farbe wie die Schrift auf dem Spiegel. Lippenstifte. Cellokästen, Angelruten. So kommen wir nicht weiter. Ja, schon gut, Angela Lovejoy, vielen Dank. Und macht weiter, als wäre nichts geschehen. Und verliert nicht den Kopf. Ich löse dich ab. Sam, geh und hol den Senator. Hierher? Jawohl. John, du kriegst auch was zu tun. Ich hätte gerne ein Glas Wasser. Ja, sofort. Hier entlang, Senator. Ja. Sie wollten mich sprechen, Captain. Entschuldigen Sie bitte. Oh, entschuldigen Sie bitte. Senator, das ist Captain O'Hara. Sehr erfreut, Senator. Ebenfalls, Captain. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, ich habe zwar lange gesessen, aber warum soll ich es mir nicht bequem machen? Läuft etwas schief? Ja, Sir, allerdings. Was suchen Sie denn? Kann ich Ihnen helfen? Nur Routine. Es tut mir leid, Sir. Tut mir auch leid. Ja, nun sagen Sie schon. Was haben Sie gefunden? Red schon, John. Nur Angelruten, Sir. Für Hechte, hoffe ich wenigstens. Senator? Ja. Wir erhalten nicht alle Tage Nachrichten vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und wir werden nicht alle Tage entführt. Dieses Zusammentreffen ist beunruhigend. Das ist es für mich auch, Captain. Keine Staatsgeheimnisse, Sir, nur ja oder nein. Ich bin nicht wichtig genug, um gekidnappt zu werden. Wäre Ihre Mission in Washington wert, verhindert zu werden? Leider kann ich mich dazu nicht äußern. Mehr kann ich nicht sagen. Tut mir sehr leid. Ich habe mehr als 100 Menschen in dieser Maschine. Darunter auch meinen Sohn. Na, dann helfen Sie mir. Glauben Sie mir, ich würde Ihnen gerne helfen. Aber ich kann es nicht. Alles Gute, Captain. Vielen Dank, Sir. Oho. Ist ja fantastisch, aber ein bisschen viel für mich. Ein Drink würde mir genügen. Wird gleich serviert. Aha. Sofort Kurs auf Anchorage nehmen oder sterben. Jeder konnte es dorthin legen. Sogar der Senator. John, wann kreuzen wir die Anchorage-Route?
In 2 Minuten. Woher konnte er das wissen? Sam, unterrichte sofort die anderen Stewardessen. Angie, geh wieder auf deinen Platz zurück. Liebling. Was gibt's denn? Keine Angst, es ist ja nur eine Bombe. Nur eine Bombe. Ich wünschte, es wäre nur die verdammte Bombe. Mach dir keine Sorgen, davon kriegt man nur Falten, Angie. Außerdem haben wir uns in Anchorage noch nicht amüsiert. Stimmt's? Wir sind runtergegangen auf 12.000 in Richtung Anchorage, Route J133. Wir schätzen unseren Kraftstoffvorrat bei Ankunft auf 7.000 Pfund. Die Sichtverhältnisse in Anchorage liegen weit unter dem Minimum. Genaue Angabe? 100 Fuß, sogar zeitweilig durch starke Regenfälle. Gleich null. Sagen Sie Anchorage, Sie möchten sich auf eine Blindlandung einrichten. Lässt sich das nicht vermeiden? Unmöglich. Ich bitte darum, dass Sie Ihre besten Anfluglotsen einsetzen. Ja, Sir. Ach, warten Sie noch. Die Maschinen der Air Force benutzen den Radaranflug ständig. Einer von ihnen soll uns runterholen. Sie haben Glück. Momentan hat Sergeant Ben Puso von Elmendorf Dienst. Er ist praktisch der Erfinder des Systems, Colonel. Ich bin Captain schon seit langer Zeit, aber vielen Dank für die Beförderung. Geht's Ihnen wieder besser, Miss Brewster? Ja. Dann schnallen Sie sich jetzt bitte an. Ich sage Ihnen, ein fabelhafter Sound. Wirklich ein fantastischer Beachten Sound. Beachten Sie bitte das Zeichen zum Anschnallen. Bitte legen Sie die Gurte an. Haben Sie sich schon angeschnallt, Sir? Ist das ein Befehl? Ja, bitte. Wozu? Eine Sicherheitsvorkehrung, Sir. Und wozu soll das gut sein? Können Sie auch lachen, aber irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Hey, wer zum Teufel fliegt das Ding hier eigentlich? Wir ändern den Kurs. Ach, wirklich? Aha. Ja. Wir kommen in schlechtes Wetter. Sehen Sie sich mal die Wolken da an. Meine Damen und Herren, hier spricht der Captain. Eines möchte ich noch mal wiederholen. Die Drohung ist wahrscheinlich nicht ernst. Sie brauchen also nicht besorgt zu sein. Anchorage wird nicht zum ersten Mal von der Global angeflogen. Ich habe Ihnen im Wesentlichen alles gesagt. Und ich werde jede weitere Information an Sie weiterleiten, sobald ich sie erhalte. Und jetzt etwas Erfreuliches. Alle Getränke gehen zu Lasten unserer Gesellschaft. Hey, Stuart, jetzt kommt mal her. Sagen Sie uns nicht, wir haben einen Rechtsfall. Das ist in Ordnung, ist. Das glauben wir Ihnen nicht. Lovejoy, die Getränke. Haben Sie nicht gehört, meine Herren, was ich bitte gesagt setzen habe. Sie sich. Ich komme gleich zu Ihnen. Einen Streckenplan. Sie glauben doch auch nicht an das, was der Captain gesagt hat. Vertreten. Ja, eine gute Idee. Sie sitzt vorne ganz allein. Sie ist bestimmt genauso nervös wie du. Gute Idee.
Die Idee ist sogar sehr gut, Junge. Weißt du nicht, wo meine Brille ist? Na, wahrscheinlich da, wo du sie immer hast, Schatz. Was ist das? Die Flugversicherung. Oh nein. Ich vergaß sie an die Kinder zu schicken. Hey. Es wird kalt sein in Anchorage. Schon. Ganz bestimmt. Ich baue dir ein Iglu. Mit einem Wasserbett. Da frieren wir ein. Das glaube ich nicht. Sehen Sie sich um. Alle aufgeregt und verängstigt. Die fragen sich jetzt, wer die Bombe hat. Ich nicht, mir ist es egal. Wieso denn? Mich interessiert bloß herunterzukommen. Was werden Sie? Ist noch mehr davon da? Oh. Sie sind am Zug. Wer, denken Sie, hat diese Bombe? Oh, ich dachte, das ist Ihnen egal. Ist es auch. Ich wollte nur Ihre Meinung dazu hören. Sie ist womöglich sogar in Ihrem Cellokasten. Oh Mann, genau da ist sie. Ich habe überall mit dem Ding eine Bombe losgelassen. Bumm! Mrs. Stevens, fühlen Sie sich gut? Ja, danke. Ich übe nur. Ich erwarte ihn erst in einem Monat. Falls er es eilig haben sollte, in Anchorage ist ein gutes Krankenhaus. Ach, ich mache mir keine Sorgen. Ich nahm Unterricht in Geburtsgymnastik. Allerdings würde mir mein Mann sehr fehlen. Er würde mir eine große Hilfe sein. Helfen die Übungen? Na, das hoffe ich. Es ist mein erstes Baby. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie in die Touristenklasse. Ich muss den Captain sprechen. Holen Sie ihn her. Na, holen Sie ihn schon. Na gut, Mr. Brown, ich hole ihn. Und sagen Sie ihm, es sei dringend. Warten Sie hier auf ihn. Also, Mr. Brown, ich bin sicher, wir werden uns verständigen. Das hoffe ich sehr, Captain. Das Wetter in Anchorage ist schlecht und Sie werden mich daher schon woanders landen lassen müssen. Ich? Ich? Ich bin kein Luftpirat, Captain. Ich habe ein Konzert in Minneapolis heute Abend. Was wollen Sie? Es ist der Sergeant Jerry Weber. Wie kommen Sie denn darauf? Er säuft wie ein Loch, er nimmt Pillen und redet dummes Zeug. Und es gibt auch keine Schwester und keine Hochzeit in Minneapolis. Und ich will Ihnen noch etwas sagen, Captain. Er will ausbüchsen. Tatsächlich? Er hat sich verplappert, nach Anchorage will er. Kann ich einen Kaffee haben? Hat er eine Bombe bei sich? Geht verdammt vorsichtig mit seinem Koffer um. Was soll ich tun, Captain? Sie können nichts tun. Sie können uns nicht helfen. Was? Ich soll wieder auf meinen Platz gehen und tun, als wüsste ich von gar nichts? Ja, und hoffen, dass er in Anchorage die Maschine verlässt und die Sache zu Ende ist. Ach, so ist das. Ich verstehe, Sie trauen mir nicht. Ich weiß, Sie können es sich nicht leisten, ein Risiko einzugehen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, Mr. Brown. Sie sind der Kerl.
Da draußen braut sich allerhand zusammen. Gefällt mir gar nicht. Hast du einen besseren Vorschlag? Mehr als den halben Weg hinter uns, Hank. Wir müssen unbedingt nach Anchorage. Wie viel Brennstoff bis zur Ankunft? Nur lausige 2000 Pfund. Dieser verdammte Gegenwind macht uns fertig. Steigen wir doch wieder auf 31.000. Dann könnten wir die Schlechtwetterzone überfliegen und Brennstoff sparen. Du weißt ganz genau, wenn eine Bombe in dieser Höhe losgeht, platzen wir wie ein Ballon. Hier unten haben wir eine Chance. Falls ein Berg uns nicht vorher eins verpasst. Die gibt's ja en gros. Es kann doch nur Brown oder Weber sein. Schnappen wir uns doch die beiden und machen der Sache ein Ende. Ihr braucht doch nur auf den Knopf zu drücken und die Bombe geht los. So einfach ist das nicht. Diese Fernsteuerung, die sind verdammt kompliziert, Hank. Du hast ja so recht. Mein 12-jähriger Sohn, der lenkt damit nämlich seine Modellflugzeuge. Das war ja nur ein Vorschlag. Lassen wir es lieber sein. Herr Marcel, ich werde die Maschine durch dieses Dreckwetter steuern und in Anchorage landen, selbst wenn ich gezwungen sein sollte, durch Eisberge zu fliegen. Sauber bleiben. Kein Verkehr, Baby. Bleib sauber. Nur wir drei. Ich und du und die 502. Wir könnten ein Nickerchen machen. Es soll hell sein, die Dunkelheit habe ich nicht gern. Meine Ausrüstung. Bist du jetzt unwichtig? Ich mache, was ich will. Ja, natürlich. Ich brauche mich nicht zu verantworten. Sie haben recht. Sie haben ganz recht. Der Brandy und die Tabletten. Daran bin ich nicht gewöhnt.
Tut mir leid, Mann, es ist meine Schuld. Nein, nicht ihre. Die der anderen. Anchorage, Anflugkontrolle, hier ist Global 502. Global 502, Anchorage, Anflugkontrolle. Die Verständigung ist sehr gut. Ich übergebe jetzt an unseren Radarlotsen. Er wird Ihnen runterhelfen. Verstanden. Hallo, Air Force, sind Sie in der Leitung? Ja, Sir, Sergeant Ben Puso. Empfehlen Sie Ihre Seele Gott, Captain, weil Ihr Arsch in meinen Händen ruht. Solche Ausdrucksweise erlauben wir schon. Greif auf die Vorschriften. Hören Sie, Sergeant, ich nehme Ihr Angebot an. Na gut, Sir. Ich habe Sie bei 4000 Fuß, Sinkgeschwindigkeit 500 Fuß in der Minute. Stimmen Ihre Gleitweg- und Landekursanzeige mit meinen überein? Ich habe Sie etwas links vom Kurs und 600 Fuß höher. Ja, das stimmt ungefähr, Sergeant. Wir haben die größere Höhe aus Sicherheitsgründen eingehalten. Für den Fall, dass Berge in Nähe sind. Unbesorgt, Sie sind schon über der Stadt. Wie ist Ihr Kurs? 055. Drehen Sie nach rechts, Kurs 075. Und jetzt? Ganz genau. Wie sieht's denn mit Ihrem Sprit aus? Wollen Sie einen Probeflug machen oder direkt runterkommen? Wir fliegen praktisch mit heißer Luft. Gehen wir gleich aufs Ganze, Sergeant. Wieso nicht? Wir werden das Kind schon schaukeln. Also, Captain. Bleiben Sie bei 500 Fuß Sinkgeschwindigkeit, halten Sie Ihren jetzigen Kurs. Auf Sinkgeschwindigkeit achten. Von jetzt ab bestätigen Sie meine Angaben nicht mehr. Es sei denn, Sie haben eine Frage. Sehr gut, Captain. Sollten Sie mal eine anständige Stellung suchen, dann verschaffe ich Ihnen einen Job bei der Air Force als Transportflieger. Auf den Kurs achten. Sie liegen genau auf Kurs und auf Gleitweg. Sehr gut, großartig. Ausgezeichnet, Captain. Sehr gut. Nur weiter so, Baby. Komm zur Mutter. Beach F1370 ruft Kontrollturm Anchorage. Beach F1370 ruft Kontrollturm George. Anchorage. Hören Sie mich? Kommen! George! Das Funkgerät streikt, Sir. Sie versuchen das noch weiter. Wir haben keinen Empfang. Was machen wir jetzt? Wir haben gerade noch für eine Stunde Brennstoff. Wenn wir Anchorage erreichen, lande ich nach Instrumenten. Und wenn wir es nicht schaffen? Was ist denn das da? Stellen Sie fest, was das für eine Maschine ist. Achtung, unbekanntes Flugzeug auf Kurs 060. Kommen, hier ist Anchorage Anflugkontrolle. Kommen. Sagen Sie ihm, er soll sich schleunigst wegscheren. Unbekanntes Flugzeug, brechen Sie sofort Ihren Anflug ab. Sie sind auf Kollisionskurs. Schonen Sie Ihre Stimmbänder. Der Anzeige nach ein kleines Flugzeug. Entweder der Funk ausgefallen oder sonst eine Panne. Captain O'Hara, zu dumm, Sie müssen doch die Schleife ziehen. In Ihrem Anflugweg ist ein unbekanntes Flugzeug. Es reagiert auf unseren Ruf nicht. Kommen. Hast du gehört? Der Sprit ist alle. Negativ, Sergeant. Wir fliegen jetzt ohne Brennstoff. Thank you.
Horizontale und vertikale Anzeige kaum zu trennen, Captain. Über mir oder unter mir? Kann ich nicht sagen, er ist zu nah. Um Gottes Willen, so tu doch endlich was, Hank! Wirklich um Haaresbreite. Klappen 30. Wo ist die andere Maschine? Das weiß ich nicht, aber sie liegen hoch und rechts vom Kurs. Fliegen Sie sofort eine Linkskurve. Kurs 055. Ich will Sie wieder auf Gleitweg haben. Ja, verstanden. 055. Die andere Maschine ist eine halbe Meile hinter Ihnen. Sie ist okay. Gott sei Dank. Sie sind aber auch nicht schlecht, Captain. Tja, wir nehmen uns beide nichts, Sergeant. Na, mein Junge. Es ist doch gut überstanden. Ist dir auch wirklich nichts passiert, Walter? Sie kümmern sich doch bitte um ihn, ja? Lovejoy, Sie kümmern sich um Mrs. Stevens. Alles in Ordnung, Mrs. Stevens? Hey, Mrs. Stevens. Ein Kissen, bitte. Hier. Lassen Sie mich bitte nicht allein. Bleiben Sie hier. Gut so? Würden Sie mir einen Gefallen tun, würden Sie das bitte da aufhängen, damit ich etwas zum Konzentrieren habe. Das ist wirklich sehr hübsch. ...25 Sekunden bis zum Aufsetzen. Die Nase hochnehmen, O'Hara, Sie sind 60 Fuß zu tief. ...20 Sekunden bis zum Aufsetzen. Sie liegen sehr gut. Geben Sie einen Hauch rechtes Ruder. Verdammt nochmal, nicht abdriften. Zehn Sekunden über dem inneren Markierungsfeuer. Ja, gut so. Halten Sie die Kiste mehr weg vom Boot. Und jetzt langsam runter. Sachte. Ganz sachte. Jetzt! Nimm bitte, Sam. O'Hara, ich weiß nicht genau, wo Sie jetzt stecken, aber unten sind Sie jedenfalls. Irgendwo im Staat Alaska.
Fühlen Sie sich jetzt besser? Ich dachte, das wäre das Ende. Immer noch schwarz wie ein Nigger. Oh, nichts für ungut. Das macht mir nichts. Sie bitten, auf Ihren Plätzen zu bleiben, bis Sie weitere Anweisungen erhalten. Mr. Thompson? Ich erwarte, dass sich Ihre Leute so lange zurückhalten, bis alle Passagiere im Fluggebäude sind. Ich verstehe, Captain. Zu Ihrer Information, wir haben bei der Armee keine Unterlagen gefunden über einen Jerome K. Weber. Sehr spärlich. Aber das ist ein Jerome K. Weller. Der wartet auf seine vorzeitige Entlassung wegen geistigen Defektes. Das hätte uns noch gefehlt. Verdammte Schweinerei! Was ist denn, O'Hara? Ihr seid wohl schwachsinnig. Eure Leute stolzieren da draußen rum mit Maschinenpistolen unter den Schutzanzügen. Wo wollen Sie denn hin? Haltet ihn! Haltet ihn! Lassen Sie sofort meinen Mann los, Sie roher Patron! Die Tasche! Aufhören! Aufhören! Die Montier sind! Aufhören! Na los, ihr Helden! Holt sie euch doch! Machen Sie keinen Unsinn! Wenn der Kerl loslässt, dann gehen wir doch alle drauf. Ja, er hat recht. Los, geht weg. Fort jetzt! Hört schon, Jungs, geht zurück. Macht komm, schon. Wien. Geht zurück, komm. Packt euch! Du... Steh auf! Steh auf! Stehen Sie auf, Mr. Shaw! Tun Sie, was er sagt! Steh auf! Du Klugscheißer! Bitte bleiben Sie doch auf Ihrem Platz. Oh Gott. Kommen Sie, helfen Sie doch. Angie, ganz ruhig. Ganz ruhig. Angie? Komm, steh auf. Bring mich zum Captain. Sehen Sie denn nicht, das ist unmöglich. Sie mein kann nicht. Flugzeug. Meine Mannschaft. Meine. Los, komm, steh auf. Thank you.
Was kann ich tun für Sie, Sergeant? Danke Ihnen, dass Sie mich mitgenommen haben. Die Männer da sollen verschwinden. Die sollen abhauen. Gehen Sie jetzt. Sergeant Weber verlangt, dass die Bodenmannschaft von unserer Maschine abgezogen wird, und zwar unverzüglich. Ja, das verlange ich. Zurückzuziehen. Und Sie sollen nicht zurückkommen. Na, in Ordnung, Sergeant? Nein, verdammt! Sehen Sie, da sind noch zwei. Hey, ja, Sie! Ich verlange, dass Sie da verschwinden, sonst nehme ich eine Knarre und schieße Sie über den Haupt. Leute, hören auf Sie. Auf Sie auch. Wie geht es dir? Schon besser. Mr. Allen, warum lassen Sie nicht die Treppe heranfahren und die Fluggäste aussteigen? Mr. Allen, Sie bleiben schön sitzen auf Ihrem Arsch. Die Leute werden jetzt aussteigen. Sie befolgen meine Befehle. Hier bestimme ich jetzt. Sieh mal, für alles gibt es eine Grenze. Für mich nicht. Und jetzt lassen Sie die Maschine auftanken. Sie wollten nach Anchorage und wir sind in Anchorage, oder etwa nicht? Weiter. Überlegen Sie doch. Geben Sie uns eine Chance. Ganz gleich, was die Armee Ihnen angetan hat. Halten Sie das Maul! Lassen Sie auftanken. Können Sie nicht verstehen? Ein kleiner Druck mit dem Finger genügt und das Ding geht hoch. Kontrollturm, hier ist 502. Schicken Sie einen Tankwagen aufs Vorfeld. Volle Ladung. Ohne Überwachung. Verstanden, 502. Was ist Ihr Zielort? Ich muss wissen, wohin wir fliegen. Befehle auszuführen macht wohl keinen Spaß, wie? Verdammt, ist das dunkel draußen. Ich muss immer auf der Hut sein. Wem kann man schon trauen? Wie lange? Es dauert eine Weile. Nicht zu lange, meine Hand schläft ein. Warum tun Sie denn den Stift nicht wieder hinein? Wo ist er? Sicher irgendwo in der Kabine. Wir werden danach suchen. Oh nein, nicht wir. Sie. Angie, sehen Sie in der ersten Klasse nach. Und auch bei den Rutschen. Da kann alles Mögliche runtergleiten. Sie haben doch den Befehl des Sergeant gehört. Ja, Sir, es ist alles klar. Mein Fuß ist mir eingeschlafen. Ich hatte mal einen guten Freund, dem wurde der Hintern und der Kopf abgerissen, als er... Also nicht einschlafen, Captain. Geht es ihr? Die Wehen kommen jetzt alle zwei Minuten. Angela, Mrs. Stevens kann unmöglich über die Rutsche. Es ist ja bald vorbei, Mrs. Stevens. Ich
bitte vorbei. Einen Moment bitte. Bitte ruhig verhalten und die Schuhe. Angela, Sie brauchen einen Arm. Sie müssen hier raus, solange es noch jetzt geht. Noch nicht. Ich danke Ihnen, Jane. Ja, Ihre Frau ist schon raus. Die Rutsche ist das ungefährlich. Bitte seien Sie den Damen behilflich. Wo wollen Sie hin? Hören Sie mich. Ich werde erst starten, wenn ich weiß, wo ich hinfliegen soll. Sie fliegen mich direkt nonstop nach Moskau. Na. Was haben Sie denn? Das war's doch, was Sie hören wollten. Wir schaffen es unmöglich nach Moskau. Blödsinn. Wir haben nicht die Reichweite nach... Lügen Sie doch nicht, Captain! Anchorage, Moskau kann diese Maschine ohne weiteres machen. Darum sind wir ja schließlich hier. Rufen Sie den Kontrollturm. Lassen Sie sich einweisen. Sie stecken den Kurs ab. Und du drehst dich um. Deine Visage gefällt mir nicht. Hier ist er. Gott sei Dank. Angie, wir warten auf dich. Lass uns gehen, Peter. Peter, komm, lass uns gehen. Hier entlang, bitte. Ihr bleibt, wo ihr seid. O'Hara! Schon wieder Befehle erteilt? Was wollen Sie mit den Fluggästen? Die können Sie gar nicht gebrauchen. Die gehören mir. Ich liebe sie. Und die fliegen mit. Angie, wie sollen wir denn auskommen ohne dich? Niggerkumpel. Du bleibst. Und du, Senator. Du bist der Clou vom Ganzen. Und du, Heldenvater, reist auch mit. Und die kleine Biene mit dem sinnlichen Mund. Ich will, dass mein Sohn aussteigt. Du willst? Die beiden sind doch unzertrennlich. Angie! Du steigst aus, Liebling. Nein, ich verlasse dich auf gar keinen Fall. Sergeant, bitte sehen Sie sich diese Frau an. Lassen Sie sie raus. Ich bitte Sie darum. Ich werde die Treppe anfordern. Nein, sie geht auch über die Rutsche. Nein, sie geht nicht über die Rutsche. Was zum Teufel ist das? Nichts, nur Fotograf. Ihr Schweine, ihr! Bringen Sie die Kiste hoch. Sie sagten, die schwangere Frau könnte aussteigen. Nur über die Rutsche. Das kann sie nicht. Dann bleibt sie hier. Na gut. Angela, gehen Sie. Geht nicht, unmöglich. Nein. Ich will sehen, wie die anderen Bienen rutschen. Los! Ich danke Ihnen, Hazel. Dann mach schon raus. Lovejoy. Alles Gute für unser Baby, Angie. Sie scheusalt sie. Nun los. Fass das Ding nicht an, verdammt nochmal.
Ich brauche für Moskau Wetterinformationen. Komm. Verstanden, 502. Einweisung 390, Kurs 330 für die zu benutzende Ausflugschneise. Wir versuchen, Einfluggenehmigung von den Sowjets zu erhalten. Komm. Ich werde mit ihm reden. Los, Mikro her. Ist dieser verdammte Fotograf tot? Ich habe keinen Bericht über einen Todesfall vorliegen. Sagen Sie doch einmal die Wahrheit. Ganz ehrlich, Sergeant. Ich habe auf das Blitzlicht geschossen. Ich kann ihn nicht verfehlt haben. Sie irren sich. Der Wagen war bereits im Wegfahren. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Töten ist doch ganz leicht. Möchte jemand was trinken? Nein, danke. Wir müssen die Checklisten durchgehen. Lassen Sie sich Zeit. Mir gebührten Orden für meine Taten. Sam, geh auf Autopilot. Autopilot. Anchorage Kontrollturm, hier ist Global 502. Wir versuchen jetzt, Ihren Agenten aus dem Laderaum zu holen. Ende. Ladies and Gentlemen, hier ist Captain O'Hara. Ich möchte Ihnen jetzt mitteilen, dass wir nun wieder eine reguläre Route fliegen. Unser Bestimmungsziel ist Moskau. Wir müssten es in ungefähr 6,5 Stunden schaffen. Wir fliegen über die Beaufortsee, den Nordpol, 2000 Meilen über den Polarkreis, über die Barentssee, vorbei an Murmansk, Leningrad und weiter nach Moskau. Ich komme nachher zu Ihnen. Machen Sie sich keine Sorgen. Na los doch! Ja, was ist denn mit dem Ding? Na los doch, schließen Sie die Klappe. Augenblick, es ist ein Mann im Laderaum unten. Wir sind auf fast 39.000 Fuß, er erfriert da drin. Sie haben ein Agentenschwein versteckt in meinem Flugzeug? Ist schon gut. Na, Captain, wollen Sie ihn haben? Ja. Dann holen Sie ihn. Ja, das hat man davon, wenn man seine Pflicht tut. Das ist immer so. Haben Sie genug? Nochmal, fassen Sie mich nicht an. Ich knall Sie nieder. Nein, mich nicht und niemanden sonst in der Maschine. Sie brauchen mich. Sie sehen Moskau nicht. Wenn dieser Mann da nicht rauskommt, es wird keiner getötet in meiner Maschine. Kein Mensch. Ich nicht, er nicht, niemand hier. Selbst Sie nicht, Sie erbärmlicher Wicht, Sie. Holen Sie ihn rauf. Schaffen Sie ihn hier weg.
Erfrierung sind kalte Tücher am besten. Kein Alkohol, Johnny, hat einen Schock. Wo ist hier heiß? Ja, da. Hier sind noch Tücher. So legen Sie die Beine hoch. Es fängt schon wieder an. Ja, so ist es gut. Schatz, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es ist aus mit Angela. Und du weißt es. Ich liebe dich. Und die Kinder. Hank, du bist ein Schrecklicher. Hören Sie mich, 502. Anchorage Center, hier ist 502, ich höre Sie. Wir haben noch nicht die sowjetische Einfluggenehmigung. Halten Sie Kontakt mit mir, solange es geht. Versuchen Sie es weiter, hören Sie? Wir klopfen jetzt schon beinahe an die Kremltür. Geben Sie mir eine Kurzwellenfrequenz. Ich möchte Sie nicht verlieren. Der Sicherheitsmann wird es schon schaffen. Wir alle werden es schaffen. Unser Captain hat das gesagt. Er ist unsere private Lebensversicherung. Das ist wirklich ein prächtiges Instrument, Mr. Brown. Ja, Senator. Und doch, es ist nur aus Holz und Katzenhaar. Ah, ja, schon. Aber wenn ein Mann wie Sie darauf spielt, dann geben dieses Holz und der Katzendarm einen herrlichen Ton von sich, oder nicht? Hm? Ja, manchmal. Lieben Sie Beatmusik, Senator? Rock oder Jazz? Wissen Sie, ich glaube, dass ich davon nicht viel verstehe. Was treiben denn Leute wie Sie zur Entspannung, Senator? Ich will Ihnen die Wahrheit sagen, Mr. Brown. Ich erhalte oft, ohne jede Vorwarnung, eine Einladung auf das Boot des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Einen Moment mal. Geben keine Erlaubnis zum Überfliegen ihrer Grenze. Sie haben gedroht, sie abzuschießen. Können Sie nicht einen Flugplatz der freien Welt anfliegen? Nein, Captain. Sie müssen die Verbindung aufrechterhalten. Hören Sie, wir dringen jetzt in den sowjetischen Luftraum ein. Die werden uns abschießen und erst dann Erkundigungen einholen. Darum werde ich jetzt einen Flugplatz der freien Welt anfliegen. Ja, wollen Sie denn nicht leben? Die Sowjets schießen mich nicht ab. Ich wäre dann nicht so sicher. Ich schon, O'Hara. Die Russen haben großen Respekt. Es kommt jetzt gleich. Ja, so ist es gut, so ist es gut. Jetzt pressen.
Nun pressen, ganz stark. Pressen Sie so stark, Sie können nicht nachlassen. Pressen Sie ganz stark, ganz stark. Oh. Oh. Ich habe einen Jungen. Ein hübsches Baby ist das. Wie schön. Ja, Kindchen. Wir haben es geschafft. Es ist soweit, Hank. Ich übernehme, Sam. Anchorage, wir überfliegen jetzt die Grenze und sind damit im sowjetischen Luftraum. Wir können Sie kaum verstehen. Ist die Einfluggenehmigung schon da? Hank, Sie kommen. Es scheinen drei zu sein, vielleicht auch vier. Sergeant, wir müssen umdrehen. Weiter geradeaus, Captain. Anchorage, genau vor uns, russische Jäger. Fahrgestell raus. Was soll denn das heißen, Hank? Ich sagte Fahrgestell raus. Sowjetischer Luftkommandant, hier ist Globalflug 502. Wir sind ein unbewaffnetes amerikanisches Zivilflugzeug. Wir wurden von einem Luftpiraten zur Kursänderung gezwungen. Ich habe das Fahrgestell draußen und ich habe die Geschwindigkeit herabgesetzt. Hm. Wo sind die Kerle nur? Sowjetischer Luftkommandant, können Sie mich hören? Hier ist Global 502. Da sind Sie ja, da über den Wolken. Das Fahrgestell ist ausgefahren. Es sind Zivilisten an Bord. Wir sind unbewaffnet. Wir werden Ihnen folgen. Kommen, kommen. Hören Sie mich. Anchorage, vier Jäger sind es. Sie haben uns runtergedrückt. Die wollen es wissen. Sie sind schon wieder da. Tauch weg, Menschenskind. Geh doch runter. Höchste Gefahr, Hank. Wir sind ein amerikanisches Linienflugzeug. Ein Luftpirat hat uns entführt. Wir haben verletzte Zivilisten an Bord. Kommen! Sie sind vom Schirm weg. Ich sehe Sie nicht mehr. Hören Sie mich. Kommen Sie bitte. Die russische Maschine. Da sind sie.
Sie fliegen direkt über uns. Amerikanisches Flugzeug. Halten Sie Ihre jetzige Höhe und folgen Sie uns. Kommen. Was ist Ihr Zielort? Flughafen Moskau. Moskau? Ja, Flughafen Moskau. Vielen Dank. Reading? Wie fühlen Sie sich? Wie Sie sehen, lebe ich noch. Das ist doch schon was. Das finde ich auch. Sie haben doch einen Ausweis bei sich. Natürlich. Werfen Sie ihn lieber weg. Die Russen würden sich sicher freuen, wenn ihnen einer von euch Burschen in die Hände fallen würde. Ich weiß gar nicht, wovon Sie eigentlich sprechen. Ich bin aus Toulouse. Ich verkaufe Plastikwaren. Ah ja. Damit können Sie durchkommen. Bitte schnallen Sie sich an, wir landen in einer Minute. Aha, gerne, ja. Hast du schon gehört, Sam, es ist ein Junge. Ja, das hat sie schon rumgesprochen. Da fällt mir ein, sag doch Mrs. Stevens, dass wir ihren Mann bereits beständigt haben. Willst du sie nicht selbst sagen, sie beißt nicht. Ist das auch sicher? Hey, hast du nicht eine Minute Zeit für mich? Wie geht's dir denn? Viel besser. Ich danke dir für deine erste Hilfe. Ich hab dich sehr lieb, Angie. Ich weiß. Ich weiß es genau, Sam. Weißt du es auch wirklich? Ja. Amerikanisches Flugzeug. Wir kehren auf unseren Stützpunkt zurück. Der Flugplatz ist in Sicht. Die Entfernung dürfte ungefähr 10 Meilen sein. Dann alles Gute, Captain. До здоровья. Landeklappen 40. Nein, deshalb 50. Landeklappen 50. Landecheckliste komplett. Folgen Sie dem Leitwagen. Stoppen Sie die Maschine. Wir haben Anweisung, dem Wagen zu folgen. Stopp, Captain! Augenblick mal. Moskau-Kontrollturm, hier ist Global 502. Unser Passagier verlangt, dass ich hier anhalte. Der Mann ist schwer bewaffnet. Kommen. Sie werden dem Leitwagen weiterfolgen. Hier ist Sergeant Jerome K. Weber. Ich habe den Befehl über den Flug 502. Ist Ihr kommandierender Offizier anwesend? Wir hören. Meine Dienstnummer ist 56734587. Länge meiner Dienstzeit 8 Jahre, 7 Monate, 22 Tage. Ausgebildet am Gewehr M16 und ferner am Karabiner Kaliber 30, Maschinengewehr 60 und Pistole 38 mm. Ich habe gedient im 1. Regiment, 45. Bataillon der 5. Infanteriedivision.
Ich werde mich Ihrer Regierung zur Verfügung stellen, und zwar unverzüglich, zusammen mit diesem Düsenflugzeug Boeing 707. Unter meinen Passagieren befindet sich ein Senator der Vereinigten Staaten und ein Agent des FBI. Ich werde Ihren kommandierenden Offizier an Bord meiner Maschine empfangen, sobald es ihm möglich sein sollte. Ich brauche nur ein wenig Ruhe, bevor ich meine Aussagen machen werde und den Dienst bei Ihnen antrete. Danke sehr. Wir danken Ihnen, Sergeant Weber. Ich sagte es Ihnen ja. Ich gratuliere Ihnen, Sergeant. Drosselklappe. Zu. Mr. Allen, lassen Sie die Rampe anfahren. Alle sollen die Maschine verlassen. Sie sind voll verrückt. Es war für mich selbstverständlich, dass Sie allein mit dem sowjetischen Offizier verhandeln. Ich weiß nicht recht. Also Kommando zurück, Mr. Allen. Nein, ist schon richtig. Sie hören doch. Schaffen Sie sie raus. Sie bleiben. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Keine Bombe, O'Hara. Ich habe keine gebraucht. Nur ein paar lausige Handgranaten. Captain O'Hara, alles fertig zum Aufsteigen. Sorge dafür, dass alle gut runterkommen, Angie, und vielen Dank für alles. Ist schon gut, Hank. Es war eine schöne Zeit mit dir. Unsere Wege werden sich von nun an trennen. Leb wohl, Hank. Leb wohl, Angie. Fertig, Angie? Ja. Ich bin soweit. Halt! Einen Moment. Warten Sie noch.
Wie sehe ich aus? Prächtig, Sergeant. Ich wollte, dass Sie das sehen. Das sind für einen jungen Mann sehr viele Orden. Wie alt sind Sie? Raus aus meinem Flugzeug. Jerry, kommen Sie mit. Nicht einen Schritt. Gehen Sie jetzt. O'Hara, Sie können jetzt auch gehen. Ich erledige das Weitere. Erst mein Problem. Sie verlassen die Maschine. Das ist ausgeschlossen. Haben Sie eine Waffe bei sich? Nein. Dann gehen Sie. Das kann ich nicht. Sind Sie schon wieder bei Kräften? Sicher? Sicher. Ich glaube, Sie machen einen Fehler, O'Hara. Das ist meine Angelegenheit, Mr. Reading. Yeah.
Sie sind ein Idiot, O'Hara. Sie konnten am Leben bleiben. Aber eins will ich Ihnen sagen. Man wird noch an einen Mann wie Jerome K. Weber denken. Bringe dort den Wassergun! Nein! Schießen Sie nicht, es ist der Captain! Das ist der Wassergun! Das ist der Wassergun! Das ist der Wassergun! Geben Sie auf, Jerry. Sie können nicht gewinnen. Die Schweine werden noch denken an mich. Na gut! Nicht feuern! Hank! Hank! Schnell doch, verdammt nochmal! Vorsichtig, die Schulter. Vorsichtig. Vorsichtig. Augenblick mal. Ja, so ist es gut.